Und so. Einmal Neustart musste her. So. Ja, er hat uns ein Rezept geschickt und wir sollen nicht so viele blaue Pilze nehmen. Mal kurz dahin gehen. Die schon mal abgeben. Dann sind sie auch weg. Aber wo findet denn... Ja, heute ist ja ein Fest. Aber, weil ich immer so schnell bin, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wo das Fest überhaupt ist. Ist alles Gute mache hier. Nee, nicht dahin. So, dahin nämlich. Das gibt doch ordentlich. Okay, da müssen wir mal gucken, wenn das Fest heute ist. Müssen wir auf jeden Fall ein bisschen gucken, dass wir wieder was vorbereiten dafür. Dass auf jeden Fall ein paar Erze wieder gemacht werden. Dünger weiß ich gar nicht. Haben wir so viel Dünger? Hm. Aber ich weiß, was wir bräuchten. Die müssen woanders hin. Zumindest hätte ich sie ganz gerne woanders. Hm. Ja, nicht so. Und du auch nicht so. Nein, ich komme nicht dazwischen. So, dann können wir nämlich auch wieder Honig machen. Ja, machen wir diesmal Honig aus Gardenien. Warum nicht? Gut, ich hätte es jetzt noch ändern können. Habe ich aber nicht getan. Die Position. Aber naja. Man kennt es halt. Nee. Achso, das Tierfest beginnt, wenn ich hier hingehe. Okay. Egal, wo ich reinkomme. Bin ich mal gespannt. Ach, guck mal. Was vergessen hier? Muss ich auch noch holen. So, die Bananen können wir verschenken. Ich glaube, das finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn ich die verschenken würde. Ach, guck mal. Hast du ja auch nicht gesehen hier.
doch mal ein bisschen Gras hier loswerden. Dass man in Zukunft, also Zukunft meine ich den Herbst, dann wird wieder ein bisschen umstrukturiert. Weil wir dann einfach mehr Sachen haben, die wir halt machen können. Was ist denn, wenn ich das hier mache? Gut, verbraucht auf jeden Fall weniger Ausdauer, ne? Ja, wobei. Zwei verbraucht das. Muss doch mal endlich mal eine Farm bauen, aber dafür brauche ich erstmal ein besseres Einkommen. Aber die Farm generiert ja auch Einkommen, ne? Wenn man so überlegt. Mit den Kühen und der Milch. Ja, ist alles nicht so einfach. Bis wann müssen wir eigentlich auf das Fest sein? War dann eine bestimmte Uhrzeit? Nee. Wir machen einfach bis 12. Ich glaube, bis 12 ist eine gute Zeit. Da können wir in der Zeit hier nochmal ein bisschen klar Schiff auf den Feldern machen. Ja, ist doch gar nicht mal so verkehrt, wenn ich hier mal ein bisschen Ordnung schaffe. Muss ja auch mal sein. Vielleicht gehen wir auch nochmal baden. So ein bisschen. Also schaden könnte es ja nicht. Ah, machen wir auch, glaube ich. So, müssen wir nur schnell nach oben. Oha. Eine Kokosnuss. Wir haben eine Kokosnuss. Ah, oh. Hä? Ich bin hochgeglitscht. Ich hoffe nur, es ist nicht... Ach, guck mal, bis 14 Uhr. Steht auch dran. Ja, dann passt das ja. Dann konnten wir auf jeden Fall ein bisschen Ausdauer regenerieren. Und gehen jetzt zum Tierfest. Oh. Thank you.
Aha, illegale Hühnerkämpfe hier. Gut. Ich gebe es zu. Ich ärgere mich jetzt ein wenig, dass wir jetzt eine Katze haben. Aber wir können Katzenfeind machen. Yeah. Hat sie nicht jetzt bald Geburtstag? Moment, wo ist sie? Da. Ah ne, 19. Herbst. Wer hat denn jetzt bald Geburtstag gehabt? Sie hat im Winter. Sie hat ja Geburtstag. Aber sie hat Geburtstag morgen. Muss ich dran denken. Bullen reiten? Okay. Ich gehe bald rüber und schau mit dem Wettbewerb an. Ich mache nur noch ein paar Dehnübungen. Belohnung? Oh, Maiskolben. Sommerburger. Wir machen mal das Rodeo. Was muss ich tun? Jetzt bevor ich lesen soll. Drücke eine Taste. Achso. D. D. A. B. A. Na, bis jetzt ist easy. Weißt du nicht, wie lange wir durchhalten müssen? Yo, der war gemein jetzt. Jetzt kommt doch noch S dazu. Na, es wird auf jeden Fall immer schneller. Oha, der war knapp. Na, es wird immer knapper. Ach, schön, dass sie auch immer die Richtung dabei angeben. Oh, ganz knapp bis jetzt immer. Ja, wie lange halte ich noch durch? Sieht knapp. Ah, okay, da war ein Fehler. Ah, okay, da war der nicht. Ja, jetzt ist der Wurm draus, oder? Ah, okay, daneben gehauen. Es hat für den ersten Platz gereicht. Schön. Boah, bin ich auch gut. Ich hätte gerade schon aufhören können. Hm, das war gut. Was hast du denn zu erzählen? Ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe, herzukommen. Okay, er hat nichts mehr. Der hat auch nichts mehr. Die Stadt übertrifft sich immer selbst bei dem Festen. Das ist großartig. Ich habe es vermisst, als ich nicht hier war.
Ich habe heute Dienst, falls sich jemand auf den mechanischen Bullen verletzt. Das ist schon passiert, das kannst du mir glauben. Habe ich heute Morgen die Türe zugesperrt? Hast du denn Spaß, Siegbert? Die Stimmung heute ist fantastisch. Alle lieben und respektieren ihre Haustür. Was für ein toller Tag. Das ist ja nett. Vielleicht gibt es in der Stadt bald eine Veranstaltung für Bonsais. So etwas wie ein Wettbewerb für Gestaltung vielleicht. Naja, die machen die einzigen Bonsai-Bäume hier. Hey Siegbert, der Kaffeeladen ist heute geschlossen. Heute wird mit den Tieren gespielt. Peanut ist so flauschig. Ich frage mich, wie oft man eine Katze baden muss. Nicht so oft, glaube ich. Ich habe meine Katze noch nie gebadet. Ich meine ja nur, wenn du jemanden brauchst, der deine Zeit mit dem Bullen misst, bin ich zur Stelle. Pablo, hier hat gewettet, dass ich nicht einmal 3 Minuten auf dem mechanischen Bullen bleiben würde. Was meinst du, Siegbert? Ich hab's geschafft. Ken ist so ein guter Tierflüsterer. Er hat eine Gabe. Viele Tiere hier kommen von deiner Ranch. Ich habe keine Ranch. Es war nicht leicht. Also, ich habe eine Farm, ja, schon klar. Aber ich habe keine Kühe und nichts eigentlich. Nur eine Katze. Es war nicht leicht, sie hierher zu bringen. Aber sieh nur, wie glücklich sie sind. Sag hallo zu Siegbert Funk. Ich liebe die gute Stimmung hier. Ringsum Liebe. Er hat eine Ente? Feste sind immer lustig, aber dieses hier ist etwas ganz Besonderes. Wir haben auch jede Menge spezielle Gäste. Unsere vierbeinigen Freunde sind auch hier. Ich sehe, du bist bereit für das heutige Fest. Hab ordentlich Spaß und vergiss nicht, den Kleinen vorzustellen. Hast du unseren Tanz gesehen, Mr. Siegbert? Den hat mir mein Papa beigebracht. Sieh nur. Taco ist so lustig. Wir haben dieses Spiel ständig im Gasthaus gespielt, bevor er in das Weingut gezogen ist. Ich möchte eines der Tiere mit nach Hause nehmen. Kannst du mir beibringen, wie man es richtig bürstet, Siegbert? Ja, Chickenkampf. Ich hab kein Hähnchen. Wir sind seit Tagesanbruch hier und helfen mit den Tieren und der Dekoration. Wo ist dein Huhn, Siegbert? Du bist ein Rancher, denke ich. Ja, ich habe keinen Huhn. Ach ja, wahrscheinlich hätte ich jetzt hier auch nochmal abräumen können. Ah ja. Na egal. Ich kann es nicht ändern. Archie hat so viel Spaß. Das Kind kann gut mit Tieren umgehen. Ja, da ist ja unser Farmer. /Rancher. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ich mache später vielleicht ein Foto mit Bonbon. Wenn Frank und Erika ihres geschossen haben. Achso. Was kann man hier machen? Haustierrennen. Was gibt es für eine Belohnung? Ein Haustierbett. Okay, nee. Lass mal jetzt. Betty hat mir erzählt, wie lange Peanut und Butter schon Teil ihrer Familie sind. Es ist der perfekte Weg, dass Tiere mit Menschen eine Verbindung eingehen. Meinst du nicht auch, Liebling? Willkommen in der prachtvollen Kanarienvogel. Du prachtvoller Kanarienvogel. Oh, ich liebe es einfach, mit Tieren zu arbeiten. Was haben wir hier? Ach, Kühe. Nee. Uff, mein Rücken. Ich glaube, ich habe mir einen Muskel gezerrt. Die riesigen Pinatas dort drüben aufgebaut habe. Oh, das wird morgen so richtig wehtun. Ich reite später vielleicht auch auf dem mechanischen Bullen, aber nicht jetzt. Ich hatte gerade ein paar Snacks. Die hat einen Fisch? Ist das eine Krabbe? Sieh nur, Steffen Siegbert ist hier. Siegbert ist ein Hummer. Steffen ist ein Hummer. So. Drama bei Familienfoto. Hä, das wird aber ein langer Tag. Baby, du musst aufhören, dich so viel zu bewegen. Sieh nur, dein Onkel Luke drüben. Naja, wenn man die Katze immer vermenschlicht.
Ja, bitte. Moment mal. Butter, Butter, sieh mal hier. Worauf wartest du? Die Bühne wartet auf dich. Das ist der beste Platz, um den Wettbewerb zu verfolgen. Der Trick ist, früh genug hier zu sein und dann zu bleiben, bis er beginnt. So, wir haben ja nicht mehr viele, mit denen wir reden können. Ich mag Tiere. Das ist ein süß, ja. Wir haben Taco dabei. Er spielt mit Dinas Jungs, dem kleinen Archie. Ein toller Tag, um Ferien zu feiern. Wunderbar, wenn ich alle so mit ihren Haustieren sehe, dann will ich auch eins. Ich habe zwei. Ich kann es gar nicht glauben, dass es schon Hochsommer ist. Bei diesem Fest sollen die Kinder etwas lernen und sich erholen. Ich bin froh, dass sie es heute alle hierher geschafft haben. So, und der Letzte. Wie würdest du gerne mit uns singen, mein Freund? Diese Vögel sind Experten. Ich habe sie gerade verjagt. Wir probieren mal das Haustierrennen. Hä? Achso. Ah, ich verstehe. Ja, ist schon doof, wenn man so weit zurückrennen muss. Ha! Ich brauche keine Übung, ich bin so der Meister. Ach stimmt, ja, es geht ja jetzt erstmal weiter. Okay, jetzt wissen wir aber, wie es funktioniert. Mal gucken, ob es jetzt wieder funktioniert. Oh. Na komm schon. War ganz schön anstrengend. Och, die doofe Deko. Ja, ist klar. Da war wohl nichts. Da müssen wir nochmal machen. Wo bleibt die? Ich glaube, die hängt. Ich glaube, die hängt. Das wäre jetzt aber doof. Ich könnte es auch nicht abbrechen. Ah. Hoppla. Fenster an sich wollte ich jetzt nicht gehen. Oh, interessant. Ich wusste gar nicht, dass F11 Fenster an sich ist. Ja, die hängen. Ah. Okay.
Ah, ich bin ausgeschieden. Ich kann doch bestimmt nochmal rennen. Ah, das geht nicht wieder. Komische Sackhüpfen ging. Jetzt ist es egal. Ja, wir können jetzt nichts mehr machen. Leider. Ich habe keine Kuh. Ich habe keinen Huhn. Dann beenden wir jetzt das Fest. Oder haben wir noch? Also, es ist auch ein unbeteiligter Außenstehender spannend zu beobachten. Ja. Hast du die Frage? Gibt es noch was Besonderes? Hä? Ach, er ist nicht. Ach, guck mal, da sind sogar welche nicht dabei. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Ach, die ist auch nicht dabei. Stimmt, die Vanina war auch nicht hier. Naja. Ich denke mal, es gibt auch kein Finale jetzt, ne? Ne, wir können, glaube ich, nichts mehr machen. Ich denke, wir können nichts mehr machen. Außer halt diese Aktivität, aber naja. Wir haben keinen Huhn. Wir haben keine Kuh. Das heißt, das war's. Vier Stück machen wir noch. Und davon zwei erstmal, damit wir wieder auf den Granzahl sind. Ne, du nicht. Eine flache Verteidigung hinzufügen. Sammlung. Sammlungskenntnisse 10% erhöht. Schwächungsimmunität. Hm. Also alles schon was Gutes eigentlich, wenn man so überlegt. Gut, wir wollten davon zwei machen. Die packen wir jetzt mal woanders hin. Ja. Ach, wobei. Warte mal. Was sind die Haken eigentlich? Wenn wir schon jetzt ein paar Samen noch haben. Dann kann man sie auch anbauen. Ach guck mal, so viel schon wieder fertig. Tomatensaft. Ach, hä? Ist meine Tasche wieder voll? Ach ja, Tatsache. Deswegen geht's nicht. Die Tasche ist voll. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist doch doof, dass wir immer nur zwei Bananen kriegen. Ich würde ganz gerne wünschen, da würden mehr runterfallen, aber naja, ich glaube, das wird nichts. Aber wie viel brauche ich denn da? Nee, da. Ich habe 21, das heißt, ich brauche noch 4. Na, passt ja.
So, damit ich hier auf eine gerade Zahl komme. So, nur schon mal vorab schießen. Und vielleicht, wenn ich es finden würde. Warte mal. Achso, Blaubeer müsste ich mal wieder machen. So, dann nimmt sie auch weg. Ja, gut, und da machen wir jetzt die Banane. Gut, die sind morgen fertig. Das heißt, dann kann ich die auch umbauen. Passt sogar perfekt. Die können auch hier rein. Die auch. Was machen wir eigentlich mit der Kokosnuss? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, was wir mit der Kokosnuss machen können. Wir packen sie erstmal wieder hier rein. Die Hake brauchen wir eigentlich nicht. Das kann auch zäh rein. Das Essen. Nehmen wir das mit. Oh, der Burger ist ja krass. Eine gegrillte Frikadelle mit allem drum und dran. Läuft. Den packen wir erstmal hier hin. Der ist mir zu wertvoll. Den Rest weiß ich gerade nicht. Wir müssen die jetzt auch nochmal öffnen, damit sie auch weg sind. Ja, das machen wir aber alles am nächsten Tag. Ich hatte doch noch irgendwo... Ach ne, ich hatte keine mehr. Keine Wachstumsbeschleuniger, kein Blitz mehr. Also ist ja Wachstumsbeschleuniger. Da. Nehmen wir einfach mal mit. Mal den dahin lieber. Ja, morgen machen wir die Kisten auf. Das ist okay. Oh gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Ach guck mal, wir haben trotzdem Punkte gekriegt. Das ist schön. Beziehung wurde auch verbessert. Und Geld haben wir auch gekriegt.